Im Thüringer Holzland, in der Gegend um Gera, erzählen sich die Menschen Geschichten von einem wahren Herkules. Woher er kam, wusste man nicht so genau. Er war ganz plötzlich aufgetaucht. Er war der stärkste Mann der Welt, so erzählt man sich. Ein Zirkusartist, der mit ungeheurer Kraft sein Publikum verblüffte. Die erhaltenen Filmaufnahmen seiner Kunststücke lassen uns staunen. Aber was ist wahr und was ist Legende an den Geschichten über Milo Barus, den Herkules aus Thüringen? Hallo, liebe Zuschauer. Die sind heute in Gera. Denn Gera war der Schauplatz eines Kraftakts, der weltweit für Aufsehen sorgte. Hier soll der Zirkusartist Milo Barus eine ganze Straßenbahn samt Fahrgästen aus den Gleisen gehoben haben. Dieser legendäre Kraftakt wurde sogar verfilmt. Schauplatz des Spektakels war, glaubt man dem Spielfilm, ein Straßenbahnhof in Gera beim Pressefest der Regionalzeitung 1955. Der Kraftakt ist in Gera Legende. Nur Beweise, dass er so auch stattgefunden hat, gibt es keine. Wie wahrscheinlich also ist das? Mal ehrlich. Kann man das glauben? Kann ein Mensch wirklich so stark sein? Das wollen wir heute testen, ohne Tricks und Schummelei. Hans-Jürgen Pietsch will den Versuch wagen und macht sich schon mal warm mit einer leichten Eisenkugel. Er ist mehrfacher Europa- und Weltmeister im Kraft-3-Sport. Aber ich meine, Hansi, nun sind Sie nicht mehr der Jüngste. Aber nicht der Älteste. Aber der Fitteste wahrscheinlich. Immer fit. Glauben Sie, dass Sie es schaffen? Ich hoffe doch. Heben, Lastenheben ist eine Spezialität von mir. Schon immer gewesen. Warum tun Sie sich so eine Straßenbahn an? Am liebsten müsste es noch größer sein und noch schwerer. Nein. Ja. Und was wiegt so eine Straßenbahn? Die wiegt ungefähr so 10 Tonnen. Und Sie? 85 Kilo. Milo hat 96 gewogen. Um Gottes Willen, das ist ja so ungefähr, in Ihrem Fall ja noch mehr, das Hundertfache Ihres Eigengewichts. Unglaublich. Der Kraftmensch sorgte für Aufsehen, als er Anfang der 1950er Jahre auftauchte. Er nahm die Thüringer buchstäblich auf den Arm und hielt startende Autos an einer Kette fest. In einem der schönsten Täler des Landes, dem Eisenberger Mühltal, kaufte er eine Mühle, die seine Frau als Gastwirtschaft betrieb. Als ich das erste Mal hierher kam, da haben wir alle Baugläser gestanden. Da sagt man sich, sowas gibt's nicht, aber es gab's. Das war für uns Kinder ein Erlebnis. Wir haben da vorher schon diskutiert, Milo Barus kommt, Milo Barus kommt. Der Jäger Kurt Siegmund hatte damals sein Jagdrevier unweit von Milos Haus und ging gerne frühmorgens auf die Pirsch. Eines Tages, war leicht neblig, sah ich auf den Feldern einen Herrn. Ich dachte, was macht denn der hier? Der hat dort wie ein Ackerpfluch, aber der Ackerpfluch, der hatte kein Gespann. Und das machte mich neugierig. So bin ich dann auf die Person zugegangen und stellte fest, das ist ja Milo. Grüß Gott, Milo! Er schob dann mit seinen Kräften diesen Flug an und schob und schob und schob, einen Schritt nach dem anderen, und das wurde immer besser. Und diese schmalen Felder, die mussten ja bearbeitet werden. Und da er kein Pferd hatte, hat er seine eigenen Kräfte genommen. Ich war hier in der Nähe bei der Armee und habe erzählt, dass ich den stärksten Mann der Welt kenne. Und das haben die nur gelacht und mir das nicht geglaubt. Und da habe ich gesagt, 1960 war das, habe ich gesagt, das ist gar nicht weit, das ist bloß ein paar Kilometer. Da können wir hinlaufen, da gebt ihr mal hin, da zeige ich euch das.
dort gut angekommen. Er hat sich dann auch, wir waren die einzigen Gäste, mit bei uns an den Tisch gesetzt und hat da von seinen Erlebnissen erzählt. Und auf einmal fuhr ein Seitenwagen gespannt mit zwei Russen in seinen Hof. Und wir haben nur bloß geguckt. Er stand auf, ging raus in den Hof. Es war auch zu der Zeit so, dass die Russen während der Dienstzeit oder in der Freizeit auch kein Alkohol trinken durften. Seid ihr mir, Wodka? Du, dabei, dabei. Und deswegen war er sehr erbost. Sofort sagte er das Motorrad mit den zwei Russen, mit den Soldaten, und trug es vor sein Grundstück, stellte es dort ab, ging zurück, machte sein Tor zu und kam wieder zu uns rein. Wir haben das vom Fenster aus beobachtet. Die Russen waren total baff und mir natürlich auch. Und meine Kollegen haben da auch Bauklötzer gestaunt, weil sowas. Von da an haben sie es dann geglaubt, dass es der stärkste Mann der Welt ist. Doch hat der stärkste Mann der Welt tatsächlich auch diesen historischen Triebwagen aus den Schienen gehoben, anno 1955? Wenn das jemand weiß, dann ist es Klaus Doller. Er ist hier ein Urgestein. Klaus Doller ist der vermutlich dienstälteste Straßenbahner von Gera. Sie haben 1954 hier angefangen, Herr Doller. Genau. War Milo Baros denn wirklich hier? Also Milo Baros war da. Gibt es davon ein Foto? Das Foto gibt es natürlich. Das ist dieses Foto. Als Wo wir ist das er? Gemacht haben, hier, das ist Milo Baros. Ach, guck an, ja. Waren Sie denn hier auch dabei? Also ich stehe hier drauf auf den Wagen, als er. Ach, öfter. Genau wie jetzt. Genau wie jetzt. Milo Baros war also tatsächlich bei den Gerar Straßenbahnern. Aber nicht 1955, sondern viel später. Doch irgendwas ist seltsam. Warum zeigt ihn das Foto nur von hinten? Wenn man genau hinschaut, sieht man die Klötzer hier unter dem Rad liegen. Und somit ist der Wagen auch in die dementsprechende Schräglage gekommen, dass man denkt, er hat ihn angehoben. Wir hatten den mit Technik hochgehoben, sodass das die Szene gestellt war. Deshalb wurde das gemacht? Weil immer in der Stadt Gera gesagt wurde, Milo Baros hat meine Straßenbahn ausgehoben, was wir uns nicht vorstellen konnten. Und deswegen ist dieses Foto noch mal gemacht worden, um das zu dokumentieren, dass er es gemacht haben soll. Gemacht haben soll. Soll das bleibt ja. Alles Spekulation. Alles Spekulation, also, wir wissen noch nichts. Das kann niemand, also ich habe niemand gefunden, der das bestätigt hat. Und glauben Sie denn die Geschichte? Also ich muss sagen, mit seinen Kräften, die ich erlebt habe als Jugendlicher, als er zwei Autos festgehalten hat mit einer Kette, das ist natürlich enorm gewesen. Also man könnte schon denken, es hat gestimmt. Beweise für Milos Kraftakt gibt es eben nicht. War der Artist vielleicht ein Aufschneider? Viele Thüringer haben, so wie der Straßenbahner, den Artisten Milo Baros selbst noch hautnah erlebt. Diese Aufnahmen drehten Amateurfilmer in Greiz und Weißenborn. Da waren wir auch öfter zu den Veranstaltungen da hinten. Und dann hatte ich eben mal das Glück, mit auf diesem Fass landen zu dürfen. Es soll ein volles Bierfass gewesen sein, das der Artist hier in seinen Zähnen hält. Und Milo hat ja dann das Fass mit den Zähnen gehalten. Und das war natürlich ein Erlebnis, was man nie wieder vergisst, muss ich sagen. Na, das weiß ich genau. Hat mein Vater immer zu mir gesagt, der in der Mitte, das bist du. Ja, und das ist noch hier drin. Das sandgefüllte englische Torpedo, mit dem Milo Baros jonglierte, soll 135 Kilogramm gewogen haben. Angesichts solcher Kunststücke trauten die Thüringer ihrem Herkules alle möglichen Heldentaten zu. Das war für uns Kinder ein Erlebnis. Wir haben da vorher schon diskutiert, Milo Baros kommt, Milo Baros kommt. Dann hat sich da sechs Frauen ausgesucht.
Meistens hat er sich ein bisschen was Vollschlankes genommen. Und da ist auch jede mitgegangen. Die hing dran, die mussten sich so festhalten. Und dann sind die so schön richtig geflogen. Das war wie so ein richtig schöner Kreisel. Sah schön aus. Vor allen Dingen, da gab es noch keine Hosen. Meine Mutter war damals jung gewesen, denen hat das Spaß gemacht, den Frauen, die da alle dabei waren. Und die haben wohl noch lange davon erzählt. Einmal kurz vor seinem Tod als Rentner im Westen erzählte Milo Baruch selbst in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk seine Geschichten. Ich habe in meiner Glanzzeit ein Karussell. Nehmen Sie es an, Karussell alleine, 300 Pfund. 8 erwachsene Personen, ohne abzustützen, ohne abzusegeln, nur mit der eigenen Balance, das zu halten, Kraft und das Geschick. Er war ja immer oberkörpernackt. Er hatte ja eine Brust wie, naja, wie ein Herkules, wie man das jetzt bezeichnet. Er hat die Stange genommen und hat sie so lange auf seiner Brust geschlagen, mit voller Wucht natürlich, sie musste ja krumm werden, bis die Stange eben dann ein buchenförmiges Gebilde hatte. Vorher war sie kerzengerade, nicht? Und die war wirklich aus richtigem Eisen, also eine normale Eisenstange hat sie auf der Brust krumm geschlagen. Zu einer Veranstaltung habe ich gesehen, dass er eine Feldbahnschiene, die so etwa 5 Meter lang war, auf seinen Kopf getan hat. Und hüben und drüben sind da 5, 6 Personen, erwachsene Männer, die sich da dran gehängt haben und haben über seinen Kopf diese Feldeisenbahnschiene gebogen. War natürlich alles baff, sowas hatte ja noch keiner gesehen. Und der Beifall war groß. Jahre zuvor hatte Milo Baruch offenbar in Indien seine Zuschauer verblüfft. Da war ich in Indien, in Kalkutta, und da habe ich dazu mal einen Elefanten gehoben. Junges Jungtier, hat 2 Tonnen gehabt. Und nach der Veranstaltung kommt auf einer auf mich, dann habe ich sofort gewusst, ich kenne nach, dass das der Gandhi war, und stellt sich davor als Berufskollege, weil Gandhi einst Fakir war. In Wahrheit kokettierte Gandhi nur mit dem Schimpfnamen, den ihm die Briten gegeben hatten. Der halbnackte Fakir. Na, hat Milo Baruch da nicht doch geflunkert? Soll er wirklich einen 2 Tonnen schweren Elefanten in die Höhe gestemmt haben? Die Antwort versuche ich hier im Mühltal zu finden, wo Milo Baruch früher gelebt hat. Seine Mühle hier gleich nebenan ist ein Mekka der Kraftsportler. Hier findet man die stärksten Männer, die wahrscheinlich so ein Pferd mit links anheben könnten. Die Muskelmänner vom TSV Eisenberg trainieren hier für den Milo Baruch Cup. Dabei stemmen auch sie Gewichte, die ihr eigenes weit übertreffen. Der Reifen wiegt 315 Kilo. Ich denke, dass jeder das kann, einfach auch mehr heben als sein Körpergewicht. Und viele Menschen ja auch viel mehr könnten, als sie sich im Kopf und in der Vorstellung, sag ich mal, ausmalen. Ja, und wenn man dann mal wirklich auch merkt, zu was man dann imstande ist, dann ist es natürlich auch so ein Reiz, so eine Motivation auch, dann weiterzumachen. Robert Förster war lange der Lokalmatador unter den starken Männern, den Strongman. Es ist halt einfach nicht nur eine Kraftsportart mit so 1, 2 Übungen, sondern ist halt Strongman ist halt sehr komplex. Ausdauer, Kraftausdauer, Maximalkraft, das ist halt alles dabei für den ganzen Körper. Beine, Rücken, Arme, also ist alles dabei. Ne? Mario Sander ist der neue Star mit besten Aussichten auf den Cupsieg. Ihm gefällt es, Kraft zu haben und das mit seiner Figur auch zu zeigen. Man muss schon ein bisschen massiv oder stämmig aussehen. Macht schon, denke ich mal, ein Kerl ein bisschen, wenn er vor dir steht, ein richtiger Pocken ist. Macht schon viel aus. Der Milo Baruch Cup beweist es an jedem 3. Oktober. Trainierte Körper genießen noch immer hohen Respekt. Und Frauen finden Muskeln offenbar ausgesprochen attraktiv.
Du hast Glück, Heidenfrau Bellamy. So viel Glück, Heidenfrau Bellamy. Bist nicht schön, doch charmant. Bist nicht klug, doch sehr galant. Bist kein Held, nur ein Mann, der gefällt. Für viele war Milo Baros der Held ihrer Kinderzeit. Eine Lichtgestalt, ein Vorbild. Dabei hatte er niemals eine Artistenschule besucht. Seine Tricks waren selbst erdacht und viele Requisiten Marke Eigenbau. Wie ausgebufft er war, verrät schon die Wahl seines Künstlernamens. Denn bei seiner Geburt hieß er ganz schnöde Emil. Emil Bar. Emil Bar, der gern als römischer Legionär auftrat, nahm für seinen Künstlernamen Anleihe in der griechischen Antike. Den Namen Milo wählte er nach dem antiken Helden Milon von Kroton, der um 500 vor Christus als Ringkämpfer berühmt war. Er gewann 6-mal in Folge die olympischen Ringerwettstreite. Seine Kraft war ebenso legendär wie sein Appetit. Der Sage nach trug er einen Stier auf den Schultern durchs Stadion und soll ihn anschließend an einem einzigen Tag verzehrt haben. Ungewöhnlich ist, dass er einen jungen Stier als Trainingsinstrument benutzt hat. Er hat ihn nämlich immer auf die Schultern genommen, als er noch klein war, und hat ihn durch die Gegend getragen. Und der Stier ist naturgemäß größer und schwerer geworden. Und dadurch, dass er das immer wieder wiederholt hat, sind eben auch die Kräfte von Milon von Kroton immer stärker geworden. Und das hat so die Grundlage, nach dem, was die Legende möchte, für die Kraftentwicklung, für die physische Entwicklung von Milon von Kroton gelegt. Hatte Milo Baros von seinem Namenspatron auch die Trainingsmethoden abgeschaut? War das sein Geheimnis? Das Kräftemessen mit starken Tieren folgt einer uralten Tradition. Es geht zurück bis zum bekanntesten Kraftmenschen der griechischen Mythologie, dem legendären Herkules. Der Sohn des Gottvaters Zeus hatte seine ungeheure Kraft missbraucht und im Jähzorn getötet. Deshalb, so berichtet die Sage, musste er büßen und widerwärtige Aufgaben lösen. Er reinigte sich von der Blutschuld, indem er die Menschen von gefährlichen Ungeheuern befreite, wie dem Höllenhund Cerberus, der neunköpfigen Hydra oder den menschenfressenden Rossen des Diomedes. Der Herkules-Mythos hat also eine Moral. Wer übermenschliche Kraft besitzt, muss auch lernen, sie zu zähmen. Auf dem Straßenbahnhof Gera tauchen Probleme auf. Selbst wenn die Kräfte von Hansi Pietsch dafür reichen. So einfach ist es nicht, eine solche Straßenbahn zu hebeln. Denn die Nummer 29 steht unter Denkmalschutz. Sie ist das Paradepferd im Fuhrpark und eine betagte Lady, Baujahr 1906. Die Noblesse und Eleganz erinnern an die Frühzeit der elektrischen. Die stolze Tuchmacherstadt weihte nämlich schon anno 1892 ihre elektrische ein, als zweite Stadt in Deutschland. Werkstattleiter Andreas Reintjes ist in Sorge und demonstriert mit seinen Kollegen das Problem. Muss die Bahn für Reparaturen angehoben werden, wird direkt unter dem schweren Motorblock ein Luftkissen platziert, das mit Druckluft die 10 Tonnen aushebt, um den Oldtimer zu schonen. Diesen einzig sicheren Hebepunkt kann Hansi Pietsch aber nicht erreichen. Und woanders, etwa an der hölzernen Karosserie anzusetzen, wäre gefährlich. Es sind doch schon einige Jahre auf dem Buckel. Und deswegen würden wir solche Hebeversuche, wie auf den Fotos dargestellt, hiervon abraten. Und deswegen weichen wir auf ein anderes Fahrzeug aus. Das aber muss erst noch gefunden werden. Hansi Pietsch muss sich gedulden. An der Meuschkensmühle, dem ehemaligen Wohnort des Zirkusakrobaten, nutzt Janine die Zeit für einen Besuch im Milo Baros Museum, das vom Verein FSV Einheit mit Hingabe gepflegt wird. Milos Fangemeinde ist groß. Das Milo Baros Museum bewahrt einige seiner Requisiten auf. Das Römerkostüm beispielsweise mit Helm. Den Amboss hier,
die 50 Kilogramm schwere Eisenkugel und sogar dieses Torpedo, 135 Kilo schwer. Als Milo damit in Thüringen auftrat, hatte er schon eine Weltkarriere als Zirkusartist hinter sich. Wer war denn nun eigentlich dieser Mann mit dem ausgefallenen Namen? Milo Baros war das Ringertalent in seiner tschechoslowakischen Heimat. Der Arbeitersportler aus den Sudeten ließ sich in der Krise als Ringkampfprofi anwerben und gewann 1926 die Europameisterschaft. Doch der Profikampfsport mit seinen brutalen Folgen stößt ihn ab. Mit seiner ungeheuren Kraft will er niemandem schaden. Deshalb beschließt er, eine Solo-Karriere zu machen als Kraftakrobat. In Weißenborn am Mühltal sammelt der Historiker Uwe Träger schon ewig Fotos und Dokumente über das bewegte Leben seines berühmten Nachbarn, den er zum ersten Mal in der Dorfbäckerei getroffen hatte, unerwartet beim Semmeln holen. Und auf einmal kommt der starke Schultes auf mich zu, nimmt mich hier am Kopf, hebt mich lachend in die Luft und lässt mich dann langsam wieder runter. Und dann musste er so laut lachen, weil wir auch so ein bisschen ängstlich waren, und hat uns hier eine große Groschenwaffel spendiert. Sein Buch über Baros Leben wurde schon viermal aufgelegt und ist dennoch ständig vergriffen. Der Leser erfährt darin von Milos entscheidendem Durchbruch. 1930 in Paris im Circus Medrano zur Weltmeisterschaft der Kraftathleten. Drei Tage lang messen 44 der weltweit stärksten Männer ihre Kraft. Sie haben Säcke anheben müssen, 4 Zentner schwer. Die waren all glatt, mit Schmierseife präpariert. Das war eine Disziplin. Ein Tragen eines Pferdes war eine weitere Disziplin. Oder einen vollgeladenen Möbelwagen wegziehen. Baros gewinnt den Titel Stärkster Mann der Welt, den er 5-mal verteidigt. In Barcelona habe er einen Stier mit den Händen niedergerungen, weil der Torero verletzt war. Die Zeitungen feiern den unblutigen Torero. Er bekam angeblich Heiratsanträge. Berühmte Zirkusse umwerben jetzt den Weltmeister. Der spanische Zirkus Price zahlt ihm eine Traumgage. Er geht auf Afrika-Tournee. 1935 landet er im weltberühmten US-Zirkus Barnum & Bailey in New York, dem Olymp der Branche. Das Publikum feiert seine Kraftnummern. Doch ein Unfall zwingt ihn zur Rückkehr nach Europa. Er gerät in die Wirren des Zweiten Weltkriegs und muss für 11 Jahre zwangspausieren. Nach dem Krieg erlebte Deutschland eine Blüte des Zirkus. Nach all der Not gierten die Menschen nach Unterhaltung. Fernsehen gab es noch nicht. Die Möglichkeiten der Zerstreuung waren begrenzt. Die Leute strömten in die Zirkuszelte. Und Milo Baros nutzte seine Chance. Im Zirkus Eros in Leipzig sorgte er für ausverkaufte Ränge. Dem Zirkus blieb Baros bis zuletzt treu. Noch Mitte der 70er Jahre bat ihn das DDR-Fernsehen in die Zirkusshow Nacht der Prominenten. Der Auftritt wäre aber beinahe schiefgegangen. Nein, nein, nicht für Milo, sondern für einen beliebten Filmstar. Millionen Menschen bangten um Manfred Krug bei diesen Bildern. Und nun, meine Damen und Herren, stelle ich vor, den stärksten Mann der Welt, Milo Baros. Wie in der Sendung üblich, fungierte Milo Baros als Pate für einen prominenten Gast. Eine Nummer von Milo Baros war, über dem Brustkorb das Auto fahren lassen, 1500 Kilo, über eine Tonne, weit über eine Tonne, 1,5 Tonnen. Und das wollte Manfred Krug nachmachen. Der Schauspieler war damals 38 Jahre alt und traute sich selbst allerhand zu. Manfred Krug war ja auch hier im Mühltal, hat das alles abgesprochen mit Milo Baros persönlich.
Dabei hatte Milo Baros dem Schauspieler geraten, mit einem Stützkorsett für seinen Brustkorb ein wenig zu schummeln. Schließlich hätte er keine Erfahrung mit derartigen Kraftakten. Und das wollte er nicht. Er wollte auch zeigen, dass er wer ist. Manfred Krug verriet erst Jahre später, dass er unter dem Sportwagen für einige Momente ohnmächtig war. Der Wagen sei viel schwerer gewesen, als er gedacht hatte. Aber hinterher hat er gesagt, ich hätte wohl doch lieber auf Milo hören sollen. Seine Kraft zu überschätzen galt schon in der Antike als verhängnisvoll. Der Legende nach hatte sich der berühmte Milon von Kroton am Spalten eines Baums selbst eingeklemmt und wurde ein Opfer der Löwen. Schon damals stellten sich die Menschen die Frage, wie wird aus einem Hänfling ein Herkules? Und sie suchten nach der Kraftnahrung, die Muskeln wachsen lässt. Hatte Milo Baros vielleicht diese Wundernahrung gefunden? Am Rande von Stadtroda sind wir auf eine heiße Spur gestoßen. Hier offenbarte ein Zufall das Geheimnis von Milos Küche. Als Kind wohnte Rosemarie Herzog direkt gegenüber von Baros Gaststube. Es war die karge Nachkriegszeit. Und es gab alles auf Marken. Und da konnte man im Monat nicht viel damit anfangen. Also für einen Kraftmenschen wie Milo war das zu wenig. Wir hatten damals in Stadtroda die Freibank. Und alle Leute haben dort aus der Notschlachtung sich Fleisch geholt. Und Milo kriegte dort immer einen großen Schweinekopf mit allem drum und dran. Und er hatte auch wie eine Art Windeltopf einen richtigen großen Kochtopf, wo dieser Schweinekopf auch reinpasste. Ja, und seine Mutter hatte dann wohl vergessen, dass ich das auf den Herd gesetzt hatte. Jedenfalls gab es einen riesengroßen Schlag. Der ganze Topf, der flog mit dem Kopf verschmort durchs geschlossene Fenster durch. Und das war ein Krach, den ich so schnell nicht vergessen werde. Also ich habe das gesehen, in Weißenborn vor dem Auftritt, wie er da Abendbrot gegessen hat. Es war eine ganze Schüssel voll Eier, also an das, sagen wir so ungefähr 15 Stück Eier. Und dann auch, damals gab es Jagdwurst, also eine große, starke Jagdwurst. Hatte dann auch weggeputzt, auf einen Hieb, ohne mit der Wimper zu zucken. Der Arzt Christian von Löffelholz war selbst Kraftsportler. Er erforscht seit langem, welche Nahrung optimal die Muskeln wachsen lässt. Doch die eine Wundernahrung hält er für Legende. Milon von Kroton hat ja am Tag 17 Pfund Fleisch und 17 Pfund Brot gegessen und 10 Liter Wein getrunken. Man muss auch immer die Frage stellen, wie weit die Legende da wirklich an der Wahrheit dran ist. Baros selbst gab zu Protokoll, er esse einfach, was ihm schmeckt, ohne Pläne und Verbote. Im Vergleich zu den Lasten, die er stemmte, war der Artist eher leicht. Dennoch schrieb er Geschichte mit seiner spektakulärsten Nummer. Zu seiner Glanzzeit fuhr er als römischer Gladiator mit einem Pferdewagen in das Rund der Manege. Dann wurden die Tiere ausgespannt. Wenn Milo Baros dann sein Zugpferd schulterte, hielten die Zuschauer den Atem an. Ein Stück aus meiner Glanzzeit, ein Pferd, 350 Kilo. Hoch mit einer Hand und mit demselben Pferd bin ich 17 Sprossen, 5 Meter auf eine Leiter gestiegen. Das hat vor und nach ihm keiner geschafft. Wie ist solch eine Kraft erklärbar? Milo Baros war auch ein Mann mit unglaublicher Disziplin. Und er hat natürlich auch ein großes Vertrauen in seine eigenen körperlichen Fähigkeiten gehabt. Ich habe einst mal gelesen, dass Ärzte festgestellt hatten, dass Milos Muskeln etwas gedreht sind. Aber ich glaube, das ist alles spekulativ, auch wenn man die anderen Erklärungen hört. Ja, Milo war sehr kinderlieb, das kam daher, weil er keine eigenen Kinder hatte.
Und durch eine Operation, die nicht gut verlaufen war, wo sie ihm praktisch die Männlichkeit genommen hatten, da wurde er dann die ganze Kraft, schlug sich in seinen Körper nieder und er wurde dann der Milo, der er eigentlich dann wurde. Nach dieser Legende war also die verlorene Manneskraft des Artisten in seine Muskeln gewandert. Ist so etwas tatsächlich denkbar? Als Mediziner wäre mir jetzt nicht bekannt, dass es jemals vorher so einen Fall gegeben hat. Deswegen würde ich das eher mit Vorsicht genießen, diese Form der Erklärung. Stattdessen könnte ich mir vorstellen, dass er sehr gut veranlagt war, was seine Muskulatur anging. Da gibt es ein ganz weites Spektrum. Ein Aspekt betrifft die Hebelwirkung der Muskulatur. Sie sehen hier den Muskelbauch, der dann in die Sehnensysteme übergeht. Und er hat ganz sicherlich gute Hebelverhältnisse schon von vornherein gehabt. Ich glaube, er hat auch ein sehr kräftiges Bindegewebe gehabt, das diese Kraftübertragung überhaupt möglich gemacht hat. Und wenn man ein bisschen weiter in die Tiefe guckt, zum Beispiel so einen Muskel hier nimmt und da mal tief reinguckt, dann wird es wohl so sein, dass er auch, was die Muskelfaserverteilung angeht, besonders mit solchen ausgestattet war, die sehr viel Kraftentwicklung zuließen. Immer wieder wird auch gemunkelt, Milo Baruš hätte ganz besondere Erbanlagen, die seine immense Kraft erklären. Kann das sein? Gibt es vielleicht ein Herkules-Gen? Es gibt bestimmte Gene, die in der Tat heute so identifiziert worden sind, dass sie eine ganz wichtige Rolle für die Muskelentwicklung spielen. Eines ist das sogenannte Myostatin-Gen, von dem man auch weiß, dass bestimmte Athleten da Veränderungen aufweisen. Und man kann schon ganz gut vermuten, dass Milo Baruš eine solche Veranlagung hatte und da besonders beglückt war. Zu gerne hätte der Mediziner für seine Forschung eine Muskelprobe des berühmten Artisten einmal mit modernsten Methoden untersucht. Ich glaube, wir hätten uns bei Milo Baruš nicht darauf beschränkt, einfach nur die Muskulatur zu betrachten, so im klassischen Schnittbild, sondern wir hätten auch so Genuntersuchungen gemacht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass bestimmte Kernfaktoren, also Faktoren, die dafür verantwortlich sind, die Information von den Genen abzulesen und da die Aktivität zu vermitteln, dass die bei ihm besonders aktiv gewesen wären. Hans-Jürgen Pietsch hat noch eine ganz andere und sehr einleuchtende Erklärung parat. Der 69-Jährige hat viele von Milos Nummern in sein eigenes Programm übernommen und unzählige Preise im Kraftsport gewonnen. Deshalb trägt er stolz den Ehrennamen Milo Baruš II. Für ihn liegt das Geheimnis in der frühen Jugend. Ich bin ein alter deutscher Maurer, der sich so hochgearbeitet hat. Ich bin mit 14 Jahren in der Maurerlehre, 1962. So, wir waren bloß 10 Mann in unserer Firma. Nur ein Mischer, auch der Lehrling war immer da, wo der Mischer nicht war. Ich habe jede Menge Kübel, Mauerkübel eingerührt. Dann haben wir das ganze Material hier mit der Rolle, mit dem Seil hochgezogen. Dann mit der Schubkarre so eine Schräge hochgefahren auf die Baustellen. Stemmhammer gab es nicht, wurde alles mit der Hand gestemmt. Und das war, bilde ich mir ein, die Grundvoraussetzung. Ganz ähnlich sah auch die Jugend von Milo Baruš aus. Er schuftete ebenfalls schon mit 14 Jahren als Lehrling in einer Mühle, wo er schwere Walzen austauschte und täglich viele Stunden die Mehlsäcke huckte. Er war ja 14, also mitten in der Pubertät, als er das gemacht hat. Und da hat der junge Mann natürlich eine ausgeprägt hohe Testosteronausschüttung, die höchste im ganzen Leben wahrscheinlich. Und entsprechend reagieren auch die Muskeln und auch die übrigen Gewebe, die mit der Muskulatur verbunden sind, sehr stark auf das Training. Und von daher ist es schon ein besonders guter Zeitpunkt. Das Anheben einer Straßenbahn ist jedoch für Hans-Jürgen Pietsch eine Premiere. Dafür hat er noch einmal 40 Kilo extra an seine Hantel gehängt. In Gera haben die Techniker eine andere Bahn für ihn ausgewählt, den Elfenbeinwagen. Da wir ja den Hebel wie bei Milo Baruš vorne an der Karosserie ansetzen müssen, hier in diesem Bereich, ist diese Straßenbahn nicht mehr so stabil. Dafür nehmen wir ein anderes Fahrzeug, was in seinem Aufbau etwas stabiler ist und es ist auch etwas leichter. Also Versuch darf nicht daran stattfinden, an der historischen Bahn. Die wäre sozusagen ein bisschen auseinandergefallen, hätte man befürchten müssen. Und die hält. Die Gefahr könnte bestehen, genau. Hans-Jürgen Pietsch demonstriert gleich mal, dass er es mit dieser Bahn locker aufnehmen kann. Haben Sie Bremsen gelöst? Es ist ja
Wahnsinn. 8 Tonnen wiegt der Elfenbeinwagen aus der DDR weit bekannten Gotha-Reihe. Nicht nur die Straßenbahner sind beeindruckt. Oh, Mann! Hansi! Ja. Wie kannst du das? Es geht einfach so. Ja, Gott. Ja, es geht. Und der Milo konnte es auch mit den Zähnen. Das war Milo seine Spezialität, Zahnkraft. Da hat er noch viel andere Sachen gemacht. Das Jonglieren von Torpedos war noch nicht der Höhepunkt von Milos Zahnakrobatik. Der Hebung meiner Laufbahn war in Kairo. Da habe ich das größte und die schwerste Attraktion, die überhaupt ein Mensch gemacht hat, ein Klavier und 5 lebende Musiker in der Szene in der Zirkuskuppel getragen. Ähnlich wie die Trapezkünstler hing er kopfüber unter der Zirkuskuppel. Doch hielt er im Mund noch ein Zentner schweres Piano, das an einem Flaschenzug aufgehängt war. Barus übte gerade für diese Nummer im Zirkus Barnum & Bailey, als ein Unfall passierte. Im weltgrößten Zirkus mit 3 Manegen und 2 Vorstellungen täglich herrschte ständig Unruhe und konzentriertes Üben war schwierig. Durch falsche Einstellungen der Scheinwerfer ist es wahrscheinlich zu einem Missverständnis in der Zeichengebung gekommen. Und als Milo Barus das wiederholen wollte, das Ledergebiss rausnehmen wollte, in dem Moment zog der Flaschenzug an und Milo Barus war alle Vorderzähne los. 8 Wochen lang lag der Artist im Krankenhaus und glaubte, sich vom Zirkus für immer verabschieden zu müssen. Und trotzdem, überlegen Sie mal, hatte er noch in Thüringen seinen alten Römerwagen genommen und hat ihn mit dem Kiefer noch balanciert. Überraschten Auge. Wir präsentieren Ihnen den stärksten aller starken Männer. Milo Barus pflegte auch seinen vollbeladenen Zirkuswagen mit seinem Mund durch die Straßen zu ziehen, als Reklame. Wie er das schaffte nach seinem Unfall, wird wohl auf immer sein Geheimnis bleiben. Und das seiner Ärzte. Auf dem Straßenbahnhof wird es jetzt spannend. Wird Milo Barus II es schaffen? Kann er den größten Kraftakt seines Vorbilds wiederholen und die Bahn aus den Schienen heben? Ich denke mal, er schafft es nicht. Was meinen Sie? Ich denke auch, er wird es nicht schaffen. Ich habe gesehen, was er kann und bin der Meinung, er kriegt das hin. Der Elfenbeinwagen wiegt immerhin 8 Tonnen. Hansi Pietsch gibt alles, doch die Räder rucken nur leicht. Es folgen noch 8 vergebliche Versuche. Da hat Klaus Doller eine Idee. Ich bin der Meinung, wenn wir hinten reingehen, auf dem Hinterperron, verlagert sich das Gewicht ein bisschen und dann wird es hier vorne leichter und dann könnte das klappen. Die gesamte Abteilung Instandhaltung opfert nun einige Minuten für den Versuch. Wird die Bahn hinten schwerer, lastet vorne am Hebel weniger Gewicht. Ein Trick, den auch schon der echte Milo vor 60 Jahren benutzt haben soll. Hansi Pietsch hat Verstärkung bekommen. Mario Sander, einer der Strongmen vom TSV Eisenberg, will ihm helfen. Los! Das war toll. Geschafft, Jens. Toll. Mann, jetzt könnte ich fast heulen. Was war denn jetzt? Der zweite oder was? Ihr seid genau so. Ihr könnt mal kräftig applaudieren. Ah, bravo. Aber komm, wir haben auch dazu beigetragen. Ja. Sehr schön. T
Teamarbeit geht immer. Ja. Was für eine beeindruckende Leistung. Wer hat je so einen starken 69-Jährigen gesehen? Also für mich ist Tansi Pietsch wirklich ein würdiger Nachfolger von Milo Baros. Und dessen spektakulärste Nummer mit der Straßenbahn scheint ja nun offenbar keine Legende zu sein, sondern die reine Wahrheit. Und wie steht's mit den anderen Legenden über ihn? Da klingt ja eine abenteuerlicher als die andere. Eine der wildesten Legenden dreht sich um Milos Gefängnisausbruch. Denn der Artist verhedderte sich im Räderwerk der Weltgeschichte. Die Gestapo erwischt ihn beim Schmuggeln von Flugblättern für den Widerstand. Er muss für 4,5 Jahre ins Zuchthaus. Nach 1945 hilft er den Russen, untergetauchte Nazis zu ergreifen. Die rächen sich und überziehen ihn in Bayern mit Gerichtsklagen. Was dann folgt, bleibt ein Rätsel. Vielleicht waren ihm die Nerven durchgegangen. Gesichert ist, Milo Baros durchbrach Ende 1952 mit Gewalt die Grenze nach Thüringen. Er landet in der DDR und erneut im Gefängnis. Herr Bahr, Sie und Ihre Frau sind verhaftet. Wegen Beschädigung der Grenzanlagen werden Sie einige Zeit im Gefängnis bleiben müssen. Füllen Sie die beiden ab. Warte. Hierher nach Sonneberg, nahe der bayerischen Grenze, soll die Polizei ihn damals gebracht haben. Das alte Gefängnis ist ein Backsteinbau aus dem 17. Jahrhundert. Der Sonneberger Jürgen Greiner ist selbst Kraftsportler und mehrfacher Senioren-Leichtgewichtsweltmeister im Gewichtheben. Er kennt jedes Detail der Legende von Milos Ausbruch. Er hat erstmal nichts zu essen bekommen und hat dann an der Tür gerüttelt, damit ihn überhaupt jemand hört. Und hat dann auch erwähnt, dass er, wenn sie ihn nicht rauslassen, dass er dann gewaltsam rausgeht, weil er ja nun der stärkste Mann der Welt ist. Und es ist für ihn kein Problem, die Tür zu öffnen oder rauszureißen. Und da hat er wieder gerüttelt und das ganze Gebäude gewackelt hat und hat dann auch die Tür rausgerissen. Und da haben sie ihn daraufhin in eine nächste Zelle getan und da hat er nochmal das Gleiche gemacht. Dann haben sie ihn wahrscheinlich, weil er gedacht haben, sie können ihn nicht richtig halten, doch wieder aus dem Gefängnis entlassen. Doch ein Blick aufs Mauerwerk weckt Zweifel. Denn die Zellentüren sind mit Stahlriegeln tief in der Wand verankert. Trotzdem kursiert in Thüringen die Mär von Milos Selbstbefreiung in den vergnüglichsten Varianten. In der Meuschkensmühle in Milos Gaststube hat sich eine kleine Runde seiner ehemaligen Nachbarn und Freunde eingefunden. Alle hier sind zwischen 70 und 80 Jahre alt. Doch wenn sie ihre Schwänke über Milo zum Besten geben, dann lebt ihre Jugendzeit wieder auf. Bei seinen öffentlichen Vorstellungen war immer eins dabei, dass er eine Holzbohle hatte und einen großen Nagel und mit der Hand diesen Nagel durch die Holzbohle schlug. Und er hat dann auch immer das so vorgedeutscht, als wenn er das mit der Hand wieder rausziehen will, hat das auch mit den Zähnen wieder rausgezogen. Das war Himmelfahrt. Da waren, wie so ist, einige Männer unterwegs. Und die fingen an mit Stänkern. Dann war es aber Mühle zu bunt geworden. Da kam er in die Gaststube, da guckten die Kerle schon mal. Er nahm einen nach dem anderen, setzte den auf den Tisch, da hat er sie genommen mit dem Tisch und hat sie raus auf den Hof gestellt. Die Tieren wieder zugemacht und die Küche gegangen war Feierabend. Nee, da hat keiner gelacht mehr. Und so werden sie wohl noch in 100 Jahren durchs Eisenberger Mühltal geistern, die unglaublichen Geschichten über den stärksten Mann der Welt. Geblieben sind die Erinnerungen an einen sanften Riesen, auch wenn wir nicht alle Rätsel knacken konnten. Aber vielleicht muss das mit Legenden so sein. So bleiben sie jedenfalls knisternd, spannend und schön geheimnisumwittert. Tschüss, bis zum nächsten Mal.